Wie geht's uns denn heute? Scheiße. Ist doch schon eine Besserung gegenüber gestern. Wo bin ich hier? Hier sind Sie in Sicherheit. Sie sind hier auf einer Zwischenbasis. Und das schon seit einigen Tagen. Anfangs waren Sie ganz schön groggy, aber jetzt wird es schon. Sieht so aus, als würden Sie Besuch kriegen. Schauen Sie. Komm her. Komm zu mir. Wie geht's dir, mein dummes Kätzchen? Wo bist du gesteckt? Wo bist du gewesen? Ich hätte, Sie kennen sich bereits. Ich bin Burke, Carter Burke. Ich arbeite für die Gesellschaft hier. Aber das soll Sie nicht beunruhigen. Ich bin ein netter Kerl sonst. Freut mich zu sehen, dass es Ihnen jetzt wieder besser geht. Die Ärzte glauben, Sie werden Ihren Orientierungssinn und Ihre physische Kraft bald wiedergewinnen. Das sei nur eine Folge Ihres, Ihrer Tiefschlafphase. Oder wie Sie es nennen wollen. Ich verstehe Sie nicht. Wie lange war ich da draußen? Hat niemand mit Ihnen darüber geredet? Nein. Aber ich meine, Ich kenne diese Station überhaupt nicht. Ich weiß. Also gut. Es könnte natürlich bei Ihnen einen Schock auslösen. Es war länger als... Sagen Sie schon. Bitte. 57 Jahre. Was? Sie haben richtig gehört. Sie waren 57 Jahre da draußen. Zum Glück sind Sie durch unser Kontrollsystem gekommen. Und es ist ehrlich gesagt bloß ein Zufall gewesen, dass ein Rettungstrupp Sie gefunden hat. Die Chance steht vielleicht 1 zu 1000. Sie haben Glück gehabt, dass Sie am Leben geblieben sind. Sie hätten bis in alle Ewigkeit durchs All rasen können. Geht's Ihnen nicht gut? Hallo, entschuldigen Sie die Verspätung. Heute Morgen ist hier wirklich der Teufel los. Wissen Sie schon was Neues über meine Tochter? Ich finde, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Anhörung, da wir nicht mehr viel Zeit haben. Okay, Ihre Aussage habe ich gelesen und die ist spitze. Bleiben Sie einfach dabei, dann kann nichts passieren. Sie dürfen bitte nicht vergessen, mit wem wir es da zu tun haben werden. Das FBI, die Interstellare Wirtschaftskommission, Kolonialverwaltungsbeamte, Typen von der Versicherung und was sonst. Wissen Sie irgendwas Neues über meine Tochter? Wir haben da schon ein paar Informationen. Wollen wir uns nicht setzen? Ich hatte eigentlich vor, bis nach der Anhörung zu warten. Amanda Ripley McLaren. Der Ehename, schätze ich. Alter 66. Und das war... Zum Zeitpunkt ihres Todes. Und das war vor 2 Jahren. Tut mir wirklich sehr leid. Sie wurde eingeäschert und beigesetzt auf dem Westlake-Friedhof in Little Chute, Wisconsin. Deine Kinder habe ich nachgesehen. Ich
Ich habe ihr doch versprochen, dass ich zu ihrem Geburtstag wieder da sein würde. Ihrem 11. Geburtstag. Ich würde gern noch mal auf den Punkt über die destruktiven Organismen zurückkommen, die Sie angeblich überfallen haben. Steht das nicht in der Hauptakte? Ich verstehe das alles nicht. Seit mehr als 3,5 Stunden diskutieren wir jetzt. Wie oft soll ich Ihnen denn dieselbe Geschichte noch wiederholen? Sie müssen auch meinen Standpunkt verstehen, bitte. Bitte. Sie haben offen zugegeben, dass Sie die Antriebsaggregate des Raumfrachters zur Explosion gebracht haben. Wobei es sich immerhin um einen Frachter der M-Klasse handelt, der einen beachtlichen Wert darstellt. Es geht hier um einen Versicherungswert von 42 Millionen Dollar, ohne das Frachtgut mitzurechnen. Der Flugschreiber des Rettungstransporters bestätigt einige Fakten Ihres Berichts. Demzufolge soll aus unbekannten Gründen die Nostromo auf LV-426 gelandet sein, einem zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Planeten. Sie haben später Ihren Kurs fortgesetzt und den zurückgelassenen Frachter auf Selbstzerstörung geschaltet. Die Gründe dafür sind uns ebenfalls unbekannt. Sie kennen meine Gründe. Ich habe sie Ihnen mehrfach erklärt. Wir sind dort gelandet, weil die Gesellschaft es so wollte, um dieses Wesen ausfindig zu machen, das meine Mannschaft vernichtet hatte. Und Ihren kostbaren Raumtransporter. Das Analyseteam, das die Rettungssphäre Zentimeter für Zentimeter abgesucht hat, fand keinen physikalischen Beweis für die Existenz der von Ihnen beschriebenen Kreatur. Na schön. Ich habe es aus der verdammten Sperrvorrichtung gesprengt. Auch das sagte ich schon. Hat man auf LV-426 Spezies wie diesen feindlichen Organismus feststellen können? Nein, nur Felsen. Es gibt dort kein Leben. Ist der Intelligenzquotient in den vergangenen 50 Jahren so gewaltig gesunken? Ma'am, ich sagte doch schon, dass dieses Wesen nicht hier auf unserem System geboren wurde. Das Raumschiff war unbemannt, es gehörte keiner uns bekannten Baureihe an. Ist das jetzt klar? Wir haben sein Funkfeuer auf unserem Schirm gehabt. Und allen Ernstes wollen Sie behaupten, dass Sie in diesem Raumschiff etwas entdeckt haben, worüber in 300 bewohnten Welten niemand berichtet hat. Eine Kreatur, die sich in einem lebenden menschlichen Organismus eingenistet hat. Ja, das sind Ihre Worte. Und es hat konzentrierte Säure als Blut. So ist es. Okay, ich sehe schon, wohin das alles führt. Aber ich behaupte immer noch, dass diese Kreaturen existieren. Ich danke Ihnen, Officer Ripley, dass Vera ist da. Bitte, Sie hören doch gar nicht, was ich sage. Kane, ein Mitglied unserer Crew. Kane ist in dieses Raumschiff reingegangen und er sah Tausende von Eiern. Tausende. Ich danke Ihnen, aber wie ich schon sagte, das wäre alles. Ach Gott, nochmal, das ist längst nicht alles. Wenn eins dieser Wesen herkommt, dann können Sie sagen, das war's. Und dieser ganze Müll hier, der Ihnen so gottverdammt wichtig ist, den können Sie dann wegwerfen oder verbrennen. Als Ergebnis dieser Untersuchung halten wir fest, dass Warrant Officer E. Ripley, Dienstnummer 14472, eine äußerst fragwürdige Entscheidung getroffen hat. Und wir denken, dass E. Ripley nicht fähig ist, eine Fluglizenz als Offizier der Handelsflotte zu behalten. Besagte Lizenz wird hiermit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Eine Anklage wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwogen und wir empfehlen Ihnen, sich für einen Zeitraum von 6 Monaten in psychometrische Behandlung zu begeben. Das heißt, dass ein monatliches Gutachten durch einen ICC-Psychiater erstellt wird. Hiermit ist die Untersuchung beendet. Tja, damit wäre wohl der Fall abgeschlossen. Also gehen wir. Essen wir noch einmal zusammen? Ja, warum nicht? Es lief nicht ganz so, wie Sie wollten, ne? Sehen Sie, ich glaube, der Haupt... Ripley! Von Lewin! Warum lassen Sie LV-426 nicht noch einmal durchchecken? Weil es keinen Grund gibt. Seit mehr als 20 Jahren leben Menschen dort und sie haben sich nie über irgendwelche feindlichen Organismen beschwert. Moment. Wer lebt dort? Landentwickler. Planetentechniker. Wir schicken sie dahin, um Atmosphärenumwandler zu installieren, die wir brauchen, um normal atmen zu können. Das dauert Jahrzehnte. Bei uns wird das Neulandgewinnung genannt. Wie viele sind dort? Wie viele Kolonisten? Keine Ahnung. 60, vielleicht auch 70 Familien. Erlauben Sie. Familien. Oh Gott. Thank you.
runter zum Wartungsdienst. Ja. Was ist? E.L., was ist denn? Erinnerst du dich noch an die paar Siedler, die du letzte Woche in diesen verlassenen Abschnitt geschickt hast, hinterm Iliumgebirge? Und was ist damit? Ich hatte da gerade einen von so einem altmodischen Familienunternehmer an der Strippe. Der hat was gefunden und wir wissen, ob er Anspruch darauf hat. Wieso soll er denn keinen Anspruch darauf haben? Naja, du hast sie auf Befehl der Gesellschaft dahin geschickt und die arbeiten doch in ihrem Auftrag. Was Ach weiß so, ich? Schon klar. Wir hatten so ein aufgeblasenes Großmal auf der Erde sagt, Leute, seht euch den Sektor doch mal an. Ja, und das machen wir. Die sagen nicht, wieso. Und ich frage nicht. Ich frage deshalb nicht, weil es 2 Wochen hier draußen dauert, eine Antwort zu kriegen. Und die Antwort lautet sowieso, keine Fragen. Und was sage ich dem armen Hund? Sag ihm, soweit es mich angeht, wenn sie was gefunden haben, gehört es ihm. Du, gehören die zu dir? Was? Hm? Ihr wisst doch ganz genau, dass ihr hier oben nicht zu suchen habt. Na los, verschwindet hier! Komm her! Erwische, versohle ich euch den Hintern. Aber Mom, alle Kinder spielen. Das warte, ist mir warte, ganz warte, egal, warte, wenn mal, ich du, dir... Annie, sieh dir das mal an. Ja? Also ich glaube, diesmal haben wir es wirklich geschafft, Kinder. Durch den Riss da an der Seite. Sollten wir es nicht erst melden? Wir müssen erst wissen, was es ist, sonst lachen die uns aus. Naja, kommen wir da nicht ran. Wollen wir wirklich da rein?
Hallo, Ripley. Das ist Lieutenant Gorman von den Colony Marines, Tom. Ripley, wir müssen uns unterhalten. Wir haben keine Verbindung mehr zu den Kolonisten von LV 426. Ich kann das einfach nicht glauben. Erst werft ihr mich alle den Wölfen vor und dann wollt ihr, dass ich nochmal dorthin fahre. Vergessen Sie's. Das geht mich nichts mehr an. Darf ich weiterreden? Nein. Ich will nicht. Ripley, Sie brauchen nicht mit der Truppe mit reinzugehen. Ich würde für Ihre Sicherheit garantieren. Hören Sie, diese Truppe Marines sind äußerst harte Jungs. Die sind nach dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet. Es gibt nichts, womit die nicht fertig werden. Lieutenant, habe ich recht? Das ist richtig. Wir sind für solche Unternehmen ausgebildet worden. Na, dann können Sie doch auf mich verzichten. Ich bin kein Soldat. Tja, wir wissen zwar nicht, was sich dort abgespielt hat. Vielleicht ist nur ein Sender ausgefallen. Aber wenn dem nicht so ist, dann hätte ich Sie gern dabei als... Als Beobachter. Das ist alles. Wieso sind Sie daran interessiert? Wieso fliegen Sie dahin? Wir haben die Kolonie schließlich mitfinanziert, gemeinsam mit der Kolonialverwaltung. Wir steigen jetzt stark ins Terraforming ein und bauen bessere Welten. Ja, ich kenne den Werbespot auch. Sie werden entschuldigen, ich muss mich jetzt fertig machen. Ich muss zur Arbeit. Ja, ich verstehe. Wie ich hörte, arbeiten Sie auf den Frachtdocks. So ist es. Wir bedienen Laderoboter und Gabelstapel, ja, oder? Ja, und? Oh nein, nichts. Ich find's gut, dass Sie sich beschäftigen. Ich weiß, dass man Ihnen sonst nichts angeboten hat. Ist ja auch nichts dran auszusetzen. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen anbiete, wieder als Flugofficer zu arbeiten? Die Gesellschaft hat sich bereit erklärt, Sie wieder unter Vertrag zu nehmen. Wenn ich Sie begleite. Ja, wenn Sie mitkommen. Geben Sie sich einen Ruck, es ist Ihre zweite Chance. Und für Sie persönlich wäre es auch gut, die Reise mitzumachen und den Dingen ins Auge zu sehen. Also, steigen Sie mit ein. Sparen Sie sich den Vortrag, Burke. Ich habe meinen Psychotest schon hinter mir. Das weiß ich. Ich habe ihn gelesen. Jede Nacht wachen Sie schweißgebadet auf. Ich sagte doch nein und genauso meine ich es. Okay. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich fahre nicht nochmal dahin und ich wäre Ihnen auch ganz sicher keine Hilfe, wenn ich es tun würde. Okay. Aber tun Sie mir einen Gefallen. Überlegen Sie es nochmal. Danke für den Kaffee. Einsberg. Sie fahren dorthin, um sie zu vernichten, nicht wahr? Sie wollen sie nicht studieren oder etwa mitbringen. Sie wollen sie unschädlich machen. Das ist mein Plan. Ich gebe Ihnen mein Wort drauf. Dann komme ich mit. Und du, du kleines Herzchen, hältst dir die Stellung.
wenn man neben dir aufwachen muss. Was? Kleiner Scherz, wie? Hey, Hicks, du siehst genauso aus, wie ich mich fühle. Komm mal hoch, meine Süßen. Worauf wartet ihr noch? Wollt ihr im Bett frühstücken? Wieder fängt ein glorreicher Tag an. Und ein Tag bei den Marines ist wie Ferien auf einer Farm. Jede Mahlzeit ist ein Bankett, jeder Sold ein Vermögen. Jeder Appell ist eine Parade. Ich bin von der Armee begeistert. Sie sagen es, Sergeant. Der Boden ist ja eiskalt. Vielleicht Ihre Pantoffeln holen. Würden Sie das tun, Sergeant? Das wäre wirklich reizend. Nicht so bescheuert aus. Nicht so müde, Freunde. Da kommt Freude auf, na bitte. Ich hasse diesen. Schrau! Der Boss geht nicht so müde. Du was in dein Body. Hey, was mit euch da drüben? Ach, mein Scheiß. Halte dich bloß, häng dich drauf. Jetzt mal tief durchatmen, Freunde. In 15 Minuten ist der Appell. Also auf geht's. Hey, Mila. Wer ist da für ein Mädchen da? Ich glaube, sie sollte eine Art Berater sein. Es wird gemunkelt, sie wäre einem Außerirdischen begegnet. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich bin beeindruckt. Wir wollen das. Also, Leute. Hey, Vasquez. Bist du schon mal für einen Mann gehalten worden? Nein. Und du? Also wirklich, Vasquez. Ganz schön cool bist du. Also, wenn ich mal geht doch nichts über ein falsch zubereitetes Frühstück. Hey, Chef, was liegt denn an? Das ist eine Rettungsaktion. Sie werden darauf abfahren. Es soll in der Kolonie ein paar Bräute geben, die wir von der Jungfräulichkeit retten müssen. Das ist am ersten Mal auf, der Spaß macht. Was ist denn das wieder für ein Schlangenfass? Das muss mal eine Art Maisbrot sein. Isst du das noch? Das ist was ganz Gesundes. Hey. Wir könnten wieder mal auf den Arcturus-Fixstern hochstarten, da waren heiße Bräute. Ja, Frost, aber die Braut, die du hattest, waren eine Tunte. Du schwänzt doch auf dem Arcturus, gibt's überhaupt keine Tunte. Hey, Bishop. Führ uns deine Messer nochmal nach vorne. Das bitte als Freund. Nein, du mach schon. Ja, ihr müsst ja sehen, Leute, dass wir ein Bishop haben. Was schwänzt du denn nicht? Toll. Komm, Bishop, tut mir gefallen. Hey, was wird denn das? Bist du wahnsinnig? Was wird denn das? Halt die Klappe, du wolltest doch los. Spaß. Was soll denn der Quatsch, Bishop? Hey, Mann. Mann, Bishop. Mit mir nicht, nein. Lass doch den Quatsch. Was für Traum. Lass es dir schmecken, ne? War mal was anderes. Komisch fand ich das nicht. Du wolltest doch eine Abwechslung. Das hat es dir aber gegeben, was? Lieutenant Gorman, Mr. Burke. Danke, Kerl. Sieht so aus, als wäre der neue Lieutenant zu fein, um mit uns Ferkeln zu essen. Vielleicht ist er so vornehm, weil er noch einen Maiskolben im Arsch hat. Ich dachte immer, Sie würden nie daneben stechen, Bishop. Sie haben mir nie was davon erzählt, dass ein Android an Bord ist. Wieso nicht? Ich hab mir nichts dabei gedacht. Das ist in der Praxis nun mal so üblich. Wir haben immer einen synthetischen. Ich bevorzuge mir den Ausdruck künstliche Person. Gut. Ist das ein Problem für Sie? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich... Auf Ripleys letzte Reise hat der Synthetische eine Funktionsstörung gehabt. Funktionsstörung? Es gab Probleme. Ein paar Tote auch. Ich bin entsetzt. War das ein älteres Modell? Ja, ein Hyperdyne-System, ein 1-20-Arzt. Das erklärt manches. Die A2 sind immer etwas anfällig gewesen. Unsere Sicherheitskontrollen wurden verstärkt, da passiert sowas nicht mehr. Ich kann keinen Menschen verletzen oder aufgrund einer unterlassenen Hilfeleistung Schaden zufügen. Möchten Sie wirklich? Riskieren Sie es nicht, in meine Nähe zu kommen, Bishop. War das deutlich? Sie scheint auch kein Maisbrot zu mögen. Tut mir leid, Leute, dass wir euch vor unserem Abflug vom Stützpunkt über unseren Auftrag nicht mehr unterrichten konnten. Ja, was ist Hicks? Hudson, Sir. Er ist Hicks. Stellen Sie Ihre Frage.
Wird es diesmal ein richtiger Kampfeinsatz oder wieder nur eine Wanzenjagd? Bisher kann ich nur sagen, dass wir keinen Kontakt mit der Kolonie haben. Und dass es vielleicht um einen Xenomorph geht. Verzeihung, Sir, allein was? Ein Xenomorph. Eine Wanzenjagd. Also um was genau geht's denn hier eigentlich? Ripley. Ich sage Ihnen, was ich weiß. Wir sind auf LV-426 gelandet. Ein Mitglied unserer Crew wurde an Bord gebracht. An seinem Gesicht hatte sich was festgesetzt. Sowas wie ein Parasit. Wir versuchten es irgendwie loszulösen, aber es war vergeblich. Später fiel es von selbst ab und lag da wie abgestorben. Kanes Zustand besserte sich. Wir saßen gerade zum Essen zusammen, aber dieser Parasit muss eine Art Embryo in seinem Hals abgelegt haben. Er konnte nicht mehr Luft holen. Kann ich mal unterbrechen? Ich will nur eins wissen, sonst nichts. Wo sind diese Viecher? Du sagst es, Vasquez, räuchern wir sie aus. Ich bin dabei, Drake. Wusste ich doch, ich wusste es. Wenn Vasquez was von Außerirdischen hört, dann ist sie nicht zu halten, dann ist sie voll da. Nicht mehr jederzeit. Sind Sie jetzt fertig? Ich hoffe, Sie haben recht. Das meine ich ernst. Das wär's dann wohl. Danke, Ripley. Wir haben Ripleys Berichte auf Diskette gespeichert. Ich schlage vor, wir sehen. Vergessen Sie nicht, nur eins dieser Wesen hat es in weniger als 24 Stunden geschafft, meine gesamte Crew zu vernichten. Und sollten die Kolonisten das Schiff gefunden haben, dann kann keiner mit Sicherheit sagen, wie viele von ihnen infiziert sind. Haben Sie mich verstanden? Wir haben hier den Bericht auf Diskette. Also sehen wir ihn uns an. Noch Fragen? Ja, was gibt's, Private? Kann ich vielleicht aus dieser Horror-Story noch aussteigen? Sie werden dafür bezahlt, Hudson. Alles klar? Passen Sie auf. Ich möchte, dass das Unternehmen ohne Zwischenfall und nach Vorschrift abläuft. Es wäre gut, wenn Sie die DCS durchlesen würden und vor allem die taktischen Datengrundlagen. Sie haben noch genau 7 Stunden Zeit. Dann müssen Sie Ihre Waffen blind beherrschen und wissen, wie das feindliche Schiff zu vernichten ist. Alles klar? Also, ihr Süßen, ihr habt gehört, was der Chef gesagt hat. Kneift die Arschbacken zusammen und macht euch an die Arbeit. Hudson, kommen Sie her! Kommen Sie her, Hudson! Egal, ob das Ding zu kurz ist, Hudson, es wird ein Schatz, wenn Sie das Zeug weiter rauchen, kriegen Sie Lippenkrebs. Aber die Ladebucke wird verschlossen. Und zwar gleich. Was können Sie denn? Nun, den Laderoboter bedienen. Ich habe einen Zweierschein. Seien Sie mein Gast. Thank you.
ausgerüstetes Team. Es kann also nichts schiefgehen. Wir sind hier angetreten, um zu gewinnen. Und wir lassen uns nicht in den Arsch treten. Alles klar? Damit dürfte alles gesagt sein. Jetzt seid ihr dran. Also schnappt es euch. Was ist da euch? Ja, das ist ja nicht klar. Mal an, Leute, macht euch bereit. Okay, Baby. Seid ihr bereit? Ja, wir sind ready. Was wollt ihr sein? Zielsuchvorrichtung. Boom! Mit dem Ding können Sie eine halbe Stadt abfackeln.
Intelligente Raketen mit Atomsprengköpfen. Wir haben automatische Schnellfeuerwaffen mit eingebautem Granatwerfer. Wir haben sonarelektronische Panzerfäuste. Wir haben Raketen, Handgranaten, Katzen. Gleich geht's los. Noch 2 Minuten bringt euren Kreislauf in Schwung. Irgendjemand muss Hicks wecken. Eingeschaltet. Wo sind die Positionslichter? Ah, doch, alles klar. Ist das der Atmosphärenumwandler? Stimmt, das ist er. Ein ganz schönes Stück Technik, alles voll automatisiert. Wir bauen übrigens die Apparaturen dazu. Okay, Farrell. Drehen Sie mal eine Runde über den Hauptkomplex der Kolonie. Die Luken sind verschlossen. Sieht nicht gerade sehr beliebt aus. Gut so. Bleiben Sie auf 40 Grad. Fliegen Sie eine ruhige Schleife über den Komplex. Nichts beschädigt, wie es aussieht. Und Energie haben Sie auch noch. Alles klar, Farrell. Sie können uns jetzt absetzen. Dann machen Sie sich schnellstens aus dem Staub. Fliegen Sie zur Station zurück. Position. Hicks, schicken Sie Ihren nach vorn. Geben Sie ihnen Feuerschutz. Lasst jetzt vorwärts. Alle anderen anschließen. Vorwärts. Achten, bleiben Sie geöffnet. Zweite Gruppe aufschließen. Die Flanken sichern. Zweite Gruppe vorrücken. Hicks, kontrollieren Sie das Oberdeck. Thank you.
nutzen Sie Ihre Motion Trackers. Absolut negativ. Wir suchen weiter. Augenblick. Sagen Sie ihm, er soll... Hicks, gehen Sie nochmal zurück. Schwenken Sie nach rechts. Halt. Könnt ihr das gut erkennen? Sieht geschmolzen aus. Irgendwer hat wohl einen von Ripleys bösen Jungs eine verpasst. Säure statt Blut. Wenn euch das gefällt, findet ihr das hier noch besser. Was soll der Quatsch? Eure Position, Gruppe 2. Wir haben unsere Besichtigung gerade beendet. Ist niemand zu Hause? Roger. Ja, hier ist alles ausgeflogen. Wenn hier was los war, sind wir zu spät gekommen. Ich schätze, damit dürfte das Gelände sicher sein. Mal sehen, was der Computer noch plaudert. Mal gar nichts ist hier sicher. Der Trakt ist gesichert, Ripley. Erste Gruppe bereit machen zum Kampfeinsatz. Hudson, versuchen Sie mal mit Ihrem CPU-Verbindung zu... Ich werde es gleich versuchen. X, wir treffen uns am Südausgang. Wir kommen jetzt rein. Verstanden, Ende. Er kommt jetzt rein. Ich bin schon viel sicher. Seiten verriegelt, die Türen zugeschweißt und die Treppen mit schweren Gerätschaften blockiert. Ist das Leichen? Nein, Sir. Trotzdem scheint die Barrikade kein Hindernis gewesen zu sein. Muss ein höllischer Kampf gewesen sein. Sieht wirklich so aus. Danke, Drake. Gehen wir hier weiter. Vielleicht kommen wir durchs medizinische Labor zum Eingang.
Lieutenant? Gorman? Sind das dieselben, die... Vorsicht, Berg. Genau das Richtige für mich. Lieber auf den ersten Blick. Er scheint auf Sie abzufahren, Berg. Zwei leben noch, die übrigen sind tot. Sie sind chirurgisch entfernt worden vor der Embryo-Einpflanzung. Das Subjekt Marchak John Jay starb während des Eingriffs. Und zwar an den Folgen des Eingriffs. Du, X? Wir scheinen noch Besuch zu kriegen. Irgendwo hinter uns. Einer von uns? Herr Pung, wo ist Ihre Gruppe jetzt? Ist jemand im Block D? Von meinen Leuten keiner, die sind alle im Einsatz. Lass was hören, Frosty. Na dann wollen wir mal. Welche Richtung? So wie es aussieht, von vorn. Direkt von vorn. Wir tun dir nichts. Komm raus. Vorsichtig, vorsichtig. Alles klar, ich hab's auch. Sie darf uns nicht erwischen. Warte mal auf. Was leuchten Sie hier? Die Asche. Wo ist sie jetzt? Da, da ist sie. Hier, hier. Ich brauch meine Lampe. Was ist mir auch noch nicht passiert? Da, da ist sie. Sehen Sie?
Wie war gleich Ihr Name? Rebecca. Denk mal nach, Rebecca. Konzentrier dich. Erzähl uns alles von Anfang an. Zunächst mal, wo sind deine Eltern? Jetzt hör mal, Rebecca, du musst schon versuchen, uns zu helfen. Carmen, ich glaube, sie braucht ein bisschen Ruhe. Ihr Verstand ist blockiert. Physisch ist sie in guter Verfassung, wenn auch an der Grenze zur Unterernährung. Aber das dürfte keine Dauerschäden hinterlassen. Kommen Sie, wir verschwinden nur unsere Zeit. Trink das hier. Das ist heiße Schokolade. Probier mal. Ist gut, ne? Da habe ich aber was angerichtet. Wer anfängt, der muss auch weitermachen. Nicht zu glauben, da steckt ein kleines Mädchen drunter. Und ein hübsches noch dazu. Du redest nicht viel, ne? Was darf sein? Rauche oder nicht Rauche? Darf man erfahren, wonach Sie suchen, Private? PDS. Was? Persönlicher Datensender. Jeder Kolonist bekam chirurgisch einen eingepflanzt. Die Kapazität des Senders ist ziemlich groß. Aber bisher ist alles Fehlanzeige. Wie du überleben konntest, weiß ich nicht. Aber du bist ein sehr tapferes Mädchen, Rebecca. Gut. Was hast du gesagt? Newt. Mein Name ist Newt. Niemand nennt mich Rebecca, außer meinem Bruder. Newt? Das klingt schön. Ich bin Ripley. Es freut mich, dich kennenzulernen. Und wer ist das? Casey. Hallo, Casey. Was ist mit deinem Bruder? Wie heißt er? Timmy. Ist Timmy auch irgendwo in der Nähe? Vielleicht versteckt er sich, wie du es getan hast. Hast du noch Schwestern? Mom und Dad? Newt. Sieh mich an. Wo sind sie? Sie sind tot. So, kann ich jetzt wieder gehen? Tut mir leid, Newt. Denkst du nicht, dass du bei uns sicherer bist? Wir wollen dich doch alle beschützen. Auch die Soldaten. Das ist mir egal. Ich will es nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Dann sagen Sie schon, Bishop. Brauchen Sie noch was? Nein. Sie haben da ja ein niedliches Plüschtier. Wirklich faszinierend, nicht? Ja. Na, wer sagt's denn? Jetzt dürft ihr die Hosen runterlassen. Da sind sie. Und sie leben? Keine Ahnung. Sieht aus, als wären sie alle zusammen. Das ist drüben bei der Trafostation. Ebene 3. Bei den Hauptkühltürmen. Sie scheinen eine Versammlung abzuhalten. Gehen wir die Sache mal an, Epone. Nein, Sir. Also dann, Freunde, auf geht's. Wir werden die nach Stunden bezahlen. Raus mit euch. Räuchern wir sie aus. Frosty, fahren.
Haltegruppe greift von der Flanke hier an, und zwar nach Dachbanan 664. Suchgeräte einschalten mit Vorverstärkung, um die AF-Atmosphäre zu filtern. Hudson, Suchgeräte einschalten. Beide Seiten sichern, kapiert. Nach 40 Metern in Richtung 221 müsste ein Treppenschacht liegen. Verstanden. Wir checken jetzt. Ihr müsst auf Deck 3. Alles klar, Freund. Hudson, übernimm die Vorhaut. X, sie sichern nach hinten. Schön gründlich. Gebt euch jede Ecke vor. Und haltet die Abstände ein. Ihr habt gehört, was der Boss gesagt hat. Also richtet euch danach. Nicht so dicht aufschließen, Abstand halten. Die Übertragung ist nicht besser zu kriegen. Ist konstruktionsbedingt. Okay. Nächste Treppe nach unten. Weiter auf 216. Roger, weiter auf 216. Ich kann's nicht genau erkennen. Was ist das, Hudson? Das müssen Sie mir sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Los, weitergehen. Dass mir hier keiner was anfasst. Wir müssen ganz schön aktiv gewesen sein. Das ist alles Scheiß hier drin. Ja, aber eine ziemlich trockene Hitze. Weiter, Hudson, labern Sie nicht. Lieutenant, womit sind diese Handfeuerwaffen bestückt? 10 mm kernlose Explosivgeschosse. Ist die Standardbestückung für diese Waffen, warum? Nun ja, Ihre Abteilung befindet sich jetzt genau unter dem Wärmeaustauschsystem. Ja, und? Ganz einfach. Wenn Sie dort Ihre Waffen abfeuern, wird wahrscheinlich das Kühlsystem in die Luft fliegen. Ja, das wäre nicht so gut. Stimmt, sie hat recht. Na und? Ich verstehe nicht. Sehen Sie, die ganze Basis ist im Grunde genommen ein Verschmelzungsreaktor. Verstehen Sie jetzt? Sie spricht also von einer thermonuklearen Explosion. Das würde heißen, adios, muchachos. Na, großartig. Wirklich fantastisch. So eine Scheiße. Schön. Herr Pohn, hören Sie zu. Es darf auf keinen Fall da drüben gefeuert werden. Ich wünsche, dass alle Magazine eingesammelt werden. Hat er sie nicht mehr alle? Womit sollen wir uns denn dann verteidigen? Da ist ja nicht mehr viel. Flammenwerfer bleiben im Einsatz. Gewehre werden umgehängt. Aber Sir, ich... Tun Sie, was ich sage, Sergeant. Keine Granaten. Ja, meine Süßen, ihr habt gehört, was der Boss gesagt hat. Also hübsch entladen und her damit. Das gilt auch für Sie, Vasquez. Entladen und sichern. Sie auch. Geben Sie her, Stu. Na los, Grau. Wie lange muss ich noch warten? Her damit. Mal sehen, was uns noch erwartet, Wes. Dann mal los, Marines. Her damit. Frost. Machen Sie Ihren Beutel auf. Besten Dank, Sarge. X, gib unseren Arschen Feuerschutz. Auf geht's, Freunde. Sollten wir eine unheimliche Begegnung haben? Stehe ich nicht gern nackt da. Ja, das wird ja nicht schaden. Tut sich was? Fehlanzeige, nichts. Thank you.
Setz dich bitte da vorne hin. Jetzt gleich, hörst du? Sie sollen bei der Verbrennungsanlage ein Vernichtungsfeuer legen und sich dann mit ihrer Kampfgruppe zum APC zurückziehen. Sagen Sie schon was. Es hat ihn erwischt. Holen Sie die Mannschaft da raus. Seien Sie still. Tun Sie es sofort. Halten Sie die Klappe. Hicks, egal wie viele Sie noch halten, raus. Sag noch mal.
Vasquez. Fix. Ziehen Sie sich zurück, verdammt nochmal. Das ist nicht Befehl gewesen. Sie können da nicht mehr raus. Tun Sie endlich was. Dietrich, sind nicht tot, wetten?
Die Datensignale sind zwar schwach, aber vorhanden. Gehen wir nochmal rein und holen sie raus. Ein Dreck werde ich tun. Wir lassen unsere Leute nicht zurück. Denen kann sowieso keiner mehr helfen. Keine Chance. Sie werden genauso eingesponnen wie die anderen. Es darf einfach nicht geschehen. Es darf einfach nicht passieren, Leute. Das darf nicht sein. Na schön, dann machen wir es anders. Wir haben 7 Kanister CN20 dabei. Ich schlag vor, wir räuchern das Nest mit Nervengas aus. Ist ein Versuch wert, aber wir wissen nicht, ob die Viecher dagegen resistent sind. Na gut, dann würde ich vorschlagen. Wir doch einfach ab und sagen, die Sache wäre erledigt, wir würden das nachprüfen. Ich wäre dafür zu starten und das ganze Gelände von oben mit Nuklearwaffen zu bombardieren. Ist die einzige Lösung, die auch sicher ist. Ja, hat sie wirklich recht. Moment mal, einen Augenblick bitte. Dieses Kolonieprojekt hat immerhin einen Wert von mehreren Milliarden Dollar. Schicken Sie, wenn Sie wollen, mir die Rechnung. Gehen wir es anders an. Ich weiß, dass wir emotional alle etwas hochgeputscht sind. Das ist eine Tatsache, aber ziehen wir deswegen keine voreiligen Schlüsse. Eins ist doch wohl klar. Wir haben es hier mit einer sehr seltenen Spezies zu tun. Und ich glaube, niemand von uns hat das Recht, sie einfach auszurotten. Sie irren sich. Ja, das wird sich zeigen. Ich glaube, ich habe mich verhört. Sie sind völlig ganz auf dem Laufenden. Die Viecher haben uns gerade in den Arsch gekniffen, Junge. Ja, gut. Ich bin nicht blind. Ich habe selbst miterlebt, was passiert ist. Aber ich kann Ihr Vorgehen nicht gutheißen. Tut mir leid. Ich glaube doch, dass Corporal Hicks hier das Sagen hat. Corporal Hicks ist nur... Für dieses Unternehmen ist das Militär zuständig. Und Hicks ist der ranghöchste Dienstgrad. Habe ich recht, Corporal? Ja. Ja, so ist es. Ja. Hören Sie, Ripley. Das hier ist eine Multimillion-Dollar-Einlage, okay? Eine so wichtige Entscheidung kann er überhaupt nicht treffen. Er ist nämlich eine Niete auf dem Gebiet. Das soll keine Beleidigung sein. Hätte ich auch nie gedacht. Farrow, schneid es mit. Bin schon dabei. Mach alles bereit zum Abheben. Wir werden evakuieren müssen. Roger, alles klar. Dann hauen wir ab und bombardieren die Kolonie mit Nuklearwaffen. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Die Arbeit. Ich halte das Gehör. Ja, ist besser. Okay, stell dich hier ab. Herr Swankmeier, legen Sie zu, wir rollen schon. Nichts dafür. Die Show ist gelaufen. Das Spiel ist aus, Freunde. Das Spiel ist aus.
Was machen wir jetzt? Sag schon, was machen wir? Vielleicht können wir Feuer machen oder ein paar Lithium trällern, ne? Wäre doch ein Versuch wert, oder? Gehen wir lieber zurück, denn es ist bald dunkel. Und meistens kommen sie nachts. Meistens nachts. Vier automatische Schnellschusswaffen mit je 50 Schuss Munition. Das ist gerade sehr viel. Dazu haben wir 15 von diesen Granaten hier. Nicht anfassen. Ist zu gefährlich, Kleines. Ist das der einzige Flammenwerfer? Ja. Ist nicht mehr ganz voll, aber funktioniert. Es gibt noch einen zweiten, aber der ist beschädigt und ich weiß nicht, ob wir ihn reparieren können. Aber die gute Nachricht ist, wir haben vier von diesen Roboterkanonen hier. Mit intakten Scannern und Displays. Die ballen ganz schön los, das kann uns noch mal nützen. Wenn die feststellen, dass wir überfällig sind, wie lange wird es bis zur Rettung dauern? 17 Tage. 17 Tage? Ich will euch zwar nicht die Laune verderben, aber wir stehen es doch nicht mal 17 Stunden durch. Diese Viecher werden hier reinkommen und uns zu fassen kriegen, genauso wie sie es vorhin getan haben. Wir haben keine Chance, dieses kleine Kind hier hat ohne Waffen und ohne dafür ausgebildet zu sein länger überlebt. Hab ich recht? Übergeben Sie ihr doch das Kommando. Finden Sie sich mit der Realität ab, Hudson. Jetzt hören Sie mal zu. Werden Sie mit der Situation fertig, denn wir brauchen Sie. Ich hab Ihr Gequatsche satt. Und jetzt möchte ich, dass Sie sich ans Terminal setzen und versuchen, den Plan von diesem Bauwerk hier zu kriegen. Verstanden? Irgendeinen Bauplan, einen Grundriss von dieser Kolonie hier. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich will wissen, wo die Luftschächte liegen, die Zugänge zu den elektrischen Anlagen, sämtliche übereinanderliegenden Geschosse und alle Fluchtwege, die zu diesem Komplex gehören. Wie Sie wissen, ist unsere Zeit knapp. Okay. Okay, ich fange euch an. Hudson, entspannen Sie sich. Ich gehe rüber ins Labor. Ich werde Gorman weiter untersuchen und mache meine Analyse. Gut. Tun Sie das. Die einzige Möglichkeit ist dieser Versorgungstunnel, durch den man sich vor- und zurückbewegen müsste. So ist es. Er fährt von der Trafostation direkt in diese untere Ebene hier. Koordinate Tiefe, okay. Und zu mir her. Noch ein Stück. Und wieder zurück. Stopp, genau an der Stelle durchbrechen. Da ist es, da oben. Okay. Gibt es an dem Ende eigentlich eine Hochdrucktür? Könnten wir nicht eine von den Roboterkanonen im Tunnel aufstellen und dann die Tür versiegeln? Ja, das könnte funktionieren, aber sie werden früher oder später in den Komplex eindringen. Richtig, das würde bedeuten, wir reparieren die Barrikaden an diesen zwei Schnittstellen hier. Okay. Und verschweißen die Kanäle mit Stahlplatten. Und zwar hier. Und hier. Und hier. Auf diese Weise können sie nur durch diese beiden Gänge zu uns. Und die anderen beiden Roboterkanonen stehen hier und hier, richtig? Genau. Na, großartig. Wir haben gar nicht so schlechte Karten. Also Leute, ich glaube, jeder von euch weiß, was er zu tun hat. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Zeigt mal, was ihr könnt. Mach schon, Vasquez. Wir müssen verschwinden. Ja, Hudson. A- und B-Einheiten sind aufgestellt und einsatzbereit. Warte. Haltet euch bereit. Ich mach sie scharf. Nein, ich mach nicht Feuer und dann Arsch. Die Jungs sind ja mächtig auf Draht. Nur nichts wie weg hier. Wir versiegeln den Tunnel. Ortungsgerät. Dann finde ich sie überall in dem Komplex. Mit dem Ding. Das ist nur zur Vorsicht.
danke. Verlobt sind wir deswegen nicht. Was ist als nächstes dran? Casey keine Albträume haben wird. Soll ich nachsehen? Nein, ist nichts zu sehen. Siehst du? Vielleicht bist du genauso mutig wie sie, hm? Ripley, sie kann ja auch gar keine bösen Träume haben, denn sie ist ja nur ein Stück Plastik. Hast recht. Entschuldige, Newt. Erzählt, Monster gibt es gar nicht. Jedenfalls keine wirklichen, aber es gibt sie. Ja, du hast recht, Schätzchen. Wieso kriegen Kinder denn sowas erzählt, hm? Weil es gewöhnlich die Wahrheit ist. Ist so ein Ding auch in ihrem Bauch gewachsen, ja? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist die Wahrheit. Ist das nicht genau wie die Babys kommen? Ich meine, die Menschenbabys, die wachsen doch auch da drin. Nein, das ist ganz was anderes. Hattest du schon mal ein Baby? Ja, hatte ich. Ein kleines Mädchen. Und wo ist das? Sie ist fort. Du meinst, sie ist tot? Hier. Mach's dir um. Ist eine Art Glücksbringer. Bitte. Gut, ich bin ganz in deiner Nähe, gleich nebenan. Kannst du die Kamera da oben sehen? Mit dieser Kamera kann ich dich immer beobachten und feststellen, wie es dir geht. Ich werde dich ganz sicher nicht allein lassen. Du kannst mir glauben. Ich versprich's dir. Du versprichst es? Wenn du willst, schwöre ich es. Bei deinem Leben? Molekularsäure oxidiert nach dem Tod der Kreatur. Sie neutralisiert sich vollkommen. Bishop, das ist zwar äußerst interessant, bringt uns aber keinen Schritt vorwärts. Womit haben wir es hier zu tun? Das interessiert mich. Fangen wir nochmal an. Sie schnappen sich die Kolonisten, schleppen sie hier rüber, machen sie bewegungsunfähig und nisten sich bei ihnen ein. Mehr wissen wir nicht. Das würde bedeuten, dass wir es mit sehr vielen Parasiten zu tun haben, stimmt's? Für jeden Kolonisten einen. Das sind über 100 mindestens. Das stimmt durchaus. Aber jedes dieser Viecher entsteht aus einem Ei, stimmt's? Und wer legt diese Eier? Das wüsste ich auch gern. Es muss etwas sein, das wir noch nicht kennen. Wie ein Ameisenstock oder sowas? Nein, Bienenstock, Ameisen bauen Haufen. Du weißt genau, was ich meine. Ich meine, dass da ein Weibchen sitzt und den ganzen Laden schmeißt. Ja, die Königin. Ja, die Mama. Das ist ein mieses Stück, Mann. Ich meine, riesengroß. Entschuldige, diese Dinger sind ja auch keine Asylreiche. Oh, alleine. Bishop, Sie werden die Exemplare vernichten, wenn Sie mit Ihren Untersuchungen fertig sind, klar? Mr. Burke hat angeordnet, Sie in Ihren augenblicklichen Stadien in das Labor der Gesellschaft zu überführen. Es ist sein fester Entschluss, glaube ich.
Diese Exemplare sind für die Entwicklung biologischer Waffen Millionen wert, verstehen Sie? Wenn Sie jetzt clever sind, werden wir beide als Helden zurückkehren und für den Rest unseres Lebens ausgesorgt haben. Sie sind wahnsinnig, Berg, wissen Sie das? Denken Sie wirklich, Sie könnten einen so gefährlichen Organismus durch die ICC-Quarantäne schleusen? Wer sollte ihn beschlagnahmen? Es gibt niemanden, der ihn kennt. Das ist bloß eine Frage der Zeit. Ich mach's publik. Und ich werde bei dieser Gelegenheit auch mitteilen, dass Sie für den Tod von 157 Kolonisten verantwortlich sind. Ich bitte Sie, eine Sekunde. Durch Sie sind die Menschen dahin gekommen. Du weißt nicht? Die Anweisung ist datiert, steht alles im Logbuch. 6.12.79, gezeichnet Burke, Jane. Sie haben sie einfach dahin geschickt und nicht mal gewarnt, Burke. Darum haben Sie es unterlassen, Burke. Ich will es Ihnen sagen. Was wäre gewesen, wenn der Raumfrachter gar nicht existiert hätte? Überlegen Sie mal. Ich war auch nicht sicher. Wenn ich behauptet hätte, unsere Sicherheit sei gefährdet, hätte ich eine Lawine ins Rollen gebracht. Die Verwaltung hätte sich eingeschaltet. Und was hätte es gebracht? Ich hätte für meine Forschung nie mehr eine Genehmigung erhalten. Also fällt dich allein die Entscheidung und die war... Falsch. Sowas ist leider Pech, Ripley. Es war Pech. Kennen Sie das? Diese Menschen sind tot, Burke. Wissen Sie, was Sie da angerichtet haben, Sie Idiot? Ich werde dafür sorgen, dass man sie zur Verantwortung zieht. Sie werden keine Chance haben, sich auszubinden. Man wird sie an die Wand nageln. Wissen Sie, ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Ich bin froh, dass ich Sie enttäuscht habe. Zielobjekte. Seht euch die Munitionszähler an. B-Kanone ist runter auf 50%. Mann, das ist ja ein richtiger Krieg da unten. B-Kanone hat noch 60 Schuss. 40. 20. 10. B-Kanone ist trocken, noch 20 für A. 10. Meine Fresse, das wimmelt ja von den Biestern. Sie haben die Hochdrucktür erreicht. Mann, hört euch das an. Hier ist Bishop. Ich habe schlechte Nachrichten. Das ist ja ganz was Neues. Ist ja ganz hübsch, Bishop, aber wonach suchen wir? Danach. Das ist die Notbelüftung. Das kann ja heiter werden. Kann uns ja überhaupt nichts mehr passieren. Was schätzen Sie, wann das Ding hochgeht? In 4 Stunden. Alles im Umkreis von 30 Kilometern wird vernichtet. Entspricht etwa einer 40-Megatonnen-Bombe. Problem ohne Ende. Ich kann es einfach nicht glauben. Vasquez, lassen Sie die Jalousien runter. Wieso können wir es nicht von hier aus stilllegen? Ist leider nicht möglich. Durch den Zusammenbruch ist zu viel zerstört worden. Das konnte nur zu Überbelastungen führen. So, Mist. Ich hatte es fast hinter mir. In 4 Wochen wäre ich entlassen worden. Jetzt werde ich auf diesem kahlen Felsen hier Fass beißen. Kannst du eine Pause einlegen? Luppige 4 Wochen. Oh Mann. Wir müssen irgendwie an das zweite Abwurfschiff der Sulaco ran. Es muss doch eine Möglichkeit geben, es mit Hilfe der Fernsteuerung zu erreichen. Wie denn? Der Sender befand sich auf dem NPC, der explodiert ist. Das weiß ich, aber wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Uns was einfallen lassen? Das wird doch nie was. Hey, ihr Wille! Schappe! Was ist mit dem Sender der Kolonie? Er befindet sich im Versorgungsturm auf der anderen Seite. Wieso? Das Seenetz dazwischen ist vollkommen zerstört, habe ich schon überprüft. Auf die Art können wir es nicht angehen. Dann wird einer von uns rübergehen müssen. Ich meine, mit einem tragbaren Terminal und es per Hand reparieren. Ah, doch, natürlich. Während diese Viecher um einen rumhängen. Ohne mich, Leute. Ich schätze, auf dich können wir ganz verzichten. Ich werde es versuchen. Du sagst es. Versuch du es doch. Ich mache es. Was? Ich versuch's. Ich bin sowieso der Einzige, der qualifiziert ist, das Shuttle per Fernsteuerung zu lenken. Ja, ist eine prima Idee. Soll's Bishop machen. Ist eine gute Idee. Sie können mir glauben, dass ich lieber hierbleiben würde. Ich bin zwar synthetisch, aber ich bin nicht blöd. Wie lange werden Sie brauchen? Diese Röhre führt bis dicht an den Verteiler, etwa 180 Meter. Wird ungefähr 40 Minuten dauern, um dahin zu kriechen. Gut. Eine Stunde brauche ich für die Reparatur, den Antennenanschluss. Und 30 Minuten, um das Shuttle startklar zu machen.
Dazu kommen noch 15 Minuten Flugzeit. Das ist ganz schön knapp. Viel Glück. Danke, bis nachher. Ihre Finger, Vorsicht. So aus. Nächstes Mal kommen die einfach hier reinmarschiert. Ja, aber das wissen die ja nicht. Vermutlich suchen sie sich einen anderen Weg hier rein. Das wird eine Weile dauern. Vielleicht haben wir sie ja auch demoralisiert. Halt die Schnauze! Ihr beide werdet auf Patrouille gehen. Mach schon! Ich möchte, dass ihr beide einen Rundgang macht. Und noch was. Wir sind alle voll mit den Nerven zu Fuß. Bleibt trotzdem ganz cool. Also Vorsicht. Es darf auf keinen Fall eins dieser Biester hier eindringen. Wir werden unser Bestes tun. Machen wir noch. Ist es her, dass Sie geschlafen haben? 24 Stunden? Hicks, ich habe keine Lust, wie die anderen zu enden. Wenn es soweit ist, werden Sie dafür sorgen. Wenn es soweit ist, töte ich uns beide. Doch, jetzt sollten wir versuchen, dass es nicht dazu kommt. Einverstanden? Einverstanden. Hey. Ich möchte Sie mit einem sehr guten Freund von mir bekannt machen. Das hier ist ein M40-1-Impuls-Schnelllader, 10 mm. Zusätzlich bestückt mit einem Druckmechanik für Granaten, zwischen 10 und 30 mm. Schauen Sie es mal an. Okay, erklären Sie es mir. Ziehen Sie es fest an sich ran. Ja. Richtig dagegen drücken. Mhm. Ja, sieht schon ganz gut aus. Also weiter. Wenn die Digitalanzeige hier auf Null steht, tun Sie was? Sicherungshebel nach oben. Sehr richtig. Wechseln das Magazin möglichst schnell. Kraft zum Kontrollschlag. Klar. Und auf ein neues. Was ist das hier? Das ist der Granatwerfer. Den sollten Sie, glaube ich, vergessen. Das war Ihre Idee. Jetzt will ich alles wissen. Ich werde schon zurechtkommen. Ja, das glaube ich auch. Wie fühlen Sie sich? Es geht schon ganz gut. Wie nach einer Sauftour. Sehen Sie Ihre Pläne? Vergessen Sie es. Gestatten Sie.
Bishop, Sie haben die automatische Betankung eingeschaltet und den weiteren Ablauf programmiert. So ist es. Okay, bleiben Sie auf Empfang. Ja, alles klar. Melden Sie sich wieder, wenn der Startzyklus aktiviert ist. Verstanden, Sir. Erst beim Versorgungsturm, Fabian. Gut. Rick, Hilfe! Rick, Hilfe! Rick, Rick, halt uns! Rick, helfen Sie uns! Du musst auf die Haft einschlagen! Sag die Scheibe ein! Schlag sie ein! Hudson! Alles klar? Den anderen habe ich auch erwischt, der ist hin.
Wahnsinn. Berg. Das war Berg. Ich bin dafür, diese miese Rattenvisage sofort zu erledigen. Warum hat das getan? Ich sehe keinen Sinn darin. Er hatte sich gedacht, es wäre nicht schwer, einen dieser Außerirdischen durch die Quarantäne zu schleusen. Wenn einer von uns hier befruchtet wäre. Oder wie sie es nennen wollen. Er hätte ihn dann einfach als Tiefkühlpaket mit nach Hause genommen. Von den Embryos, mit denen wir schwanger gingen, hätte niemand was erfahren. Ich meine, ich und Newt. Augenblick, da hätten wir doch auch noch was zu sagen. Das ist richtig, aber dann hätte von einigen Leuten die Gefrierkammern, in denen wir schlafen, auf dem Rückweg sabotiert. Nämlich ihre. Dann hätte er ihre Leichen über Bord geworfen und irgendeine verrückte Geschichte erfunden. Ist das zu fassen? Erledigt, Alter, aus dir mache ich Hundefutter, Kumpel. Das ist totaler Unsinn. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, was Sie sagen. Das sind paranoide Wahnvorstellungen. Das ist verdammt traurig. Ich bemitleide Sie. Wissen Sie, Berg, ich weiß nicht, welche Spezies die schlimmere ist. Allerdings glaube ich nicht, dass sich die andere für eine Prämie umbringen lässt. Okay, bringen wir ihn um. Das wäre eine Belohnung wert. Nein, er muss mit zurück. Sie haben die Stromzufuhr unterbrochen. Verstehe ich nicht. Wie sollte das möglich sein? Wie sollten die den Strom abschalten? Das sind doch Biester. Ihr beide müsst sofort alle Eingänge überprüfen. Beeilung! Gorman, lassen Sie Berg nicht aus den Augen. Ihr haut nicht ab. Gut, du bleibst bei mir. Ich übernehme die Seite hier. Okay, von mir aus. Und zwar ganz in der Nähe. Hier drin. Halten Sie ganz ruhig. Vasquez? Hat es noch vielleicht recht? Kommen Sie beide wieder zurück. Vielleicht ist es auch eine Störung, ich weiß nicht. Die Impulse kommen von überall. Kommt wieder hierher zurück. Der Tanz beginnt. Newt. Zu sehen. Entfernung 20 Meter. Irgendwo sind sie durch. Wir haben was übersehen. Nein, haben nichts übersehen. Noch 18 Meter. 17 Meter. Es muss was unter dem Boden getan sein, was nicht in den Plänen verzeichnet war. Noch 15 Meter. Ja, wir müssen schon hinter unserer Barrikade sein. Verschwinden wir. 14 Meter. Was ist bereits hinter der Tür? X, Vasquez, kommen Sie zurück. Das ist ein verdammt starkes Signal. Wie sieht's aus, Vasquez? Sag was. Was? 12 Meter. Noch 11. 10. Dann müssten Sie gleich da sein. 9 Meter. Nicht vergessen, kurze kontrollierte Feuerstöße. 8 Meter. 7. Noch 6. Unmöglich, das wäre schon in diesem Raum hier. Der Bewegungsmesser ist in Ordnung. Das kannst du nicht richtig ablesen. Noch 5 Meter. 4. Verdammt doch mal das. Oh mein Gott, so eine Scheiße. Gib mir die Lampe. Tun Sie doch was, Mama!
Ah!
wir sie finden. Wir sind gleich bei dir, Newt. Wir kommen schon. Thank you.
nicht darüber diskutieren, Bishop. Sie ist noch am Leben und Zeit haben wir auch. In 19 Minuten ist das Areal einer Dampfwolke in der Größe Nebraskas. Wir starten nirgendwo hin. Also dann nix. Dwayne heiße ich. Alan. Komm zurück. Thank you.
sich ganz fest. Erschreckt habe, aber die Landeplattform war nicht mehr sicher genug. Ich musste kreisen und habe nur gehofft, dass es nicht so stürmisch wird, wenn wir losfliegen. Bishop. Es war sehr gut. Wirklich? Große Klasse.
versteck dich! Nein! Hierher! Hierher! Thank you.
für einen Menschen. Nicht übel. Bis nach Hause schlafen? Ja, bis nach Hause. Kann ich auch träumen? Ja, Schätzchen. Wir werden was Schönes träumen.